Hallo, ich möchte in diesem Video jetzt noch einen Online-Diagrammzeichner vorstellen. Dieser nennt sich Lovely Charts, danach gesucht und dann direkt auf lovelycharts.com. Jetzt gehen wir hier direkt auf Login. Die Plattform initialisiert sich und wir haben hier die Möglichkeit, uns direkt einzuloggen, wenn wir schon einen Account haben, oder 100% free, also kostenlos, und dann hier einen Account generieren. Dann bekommen Sie an Ihre E-Mail einen Code zugeschickt und den müssen Sie einfach nur eingeben. Ich habe jetzt meine Daten schon, gebe jetzt hier das Ganze schnell einmal ein und logge mich ein. Dann kommen wir hier direkt zur Willkommensseite. Können hier auswählen, ob wir einen Flowchart machen wollen oder ein Sitemap und so weiter. Ich wähle hier natürlich Flowchart aus und dann bekommen wir noch ein paar Hinweise, dass nur in einem Premium-Account alles möglich ist. Ob wir hier upgraden wollen. Nein, das wollen wir jetzt erstmal nicht. Wir schauen uns das zunächst an. Ist sehr ansprechend und übersichtlich gehalten. Das muss ich schon mal erwähnen an erster Stelle. Ich gehe zunächst auf das File-Menü ein. Hier wieder die grundsätzlichen Funktionen. Exportieren sehen wir uns dann später an. Hier wieder Undo, Redo, Delete, Bring to Font und solche anderen Geschichten. Dann View können wir hier dieses Grid ausblenden. Das finde ich immer sehr schön. Weil weiß ist doch ein bisschen ansprechender als irgendwelche Linien hier. Was vielleicht ein gutes Feature ist, ist hier, dass die ganzen Elemente hier leicht wählbar sind. Jedoch sind das irgendwie keine Buttons, sondern solche Picture Box oder sowas ähnliches. Also man sieht hier nicht, ob die geklickt wurden oder nicht. Klicke ich jetzt zum Beispiel mal auf das X hier, verschwindet das Label. Na, jetzt gehe ich auf die einzelnen Objekte hier einmal ein. Wir haben hier in der Free Edition nicht so viele. Ich nehme jetzt mal dies und dies. Und Sie sehen schon, man hat hier zwei Tools. Eine Tool ist zum Verschieben der Elemente gedacht und das andere, um hier eine Verbindung herzustellen zwischen den einzelnen Personen. In beiden Elementen kann man jedoch die Elemente in der Form vergrößern oder anders bearbeiten natürlich auch. Schau mal eben, ob die Farbe sich auswirkt darauf genau. Aber natürlich nur diese Farbe hier. Ja, und das Label ist hier zum Beispiel beim People-Diagramm über einen Doppelklick auf den Text zugänglich. Ja, ich vergrößere es auch an dieser Stelle, dass man es überhaupt lesen kann. Hier dann dasselbe Tutorials. So, ich markiere das. Beziehungsweise das hier. Mach es ein bisschen größer. Okay. Ich würde mal sagen, kleiner Bug. Aber das lassen wir mal so. Ja, dann gibt es natürlich hier noch Möglichkeit der Zentrierung und so weiter und so fort. Irgendwie muss man hier immer das Ganze markieren. Ist ein bisschen umständlich, sag ich mal. Aber es geht generell. Ja, hier kann man auch sich dann die Label halt automatisch kopieren lassen. Und dann kann man hier auf die Schnelle solche ansprechenden Diagramme hier entwerfen. Ja, hier auch die Elemente in den Vordergrund bringen, in den Hintergrund und die Ausrichtung. Und dann gibt es natürlich hier noch bei den Pfeilen diverse Möglichkeiten, die Pfeile halt in beiden Richtungen arrangieren zu lassen. Hier gibt es dann noch an den Ecken solche Elemente, um die Plattform hier ein bisschen zu verschieben, wenn man sonst keinen Einfluss darauf auswirken kann. Außer natürlich, man markiert alles mit diesem linken Drag-and-Drop-Tool. Also markieren und dann hier jeweils verschieben. Das geht natürlich auch. Kann man hier auch generell die Linienstärke etwas fetter machen. Das ist natürlich auch gar kein Problem. Ja, und dann hier nochmal eine andere Farbe gewählt bei den Beschriftungen und dann bei den Leuten vielleicht ein starkes Blau. Ja, das war's hier eigentlich schon zu Lovely Charts. Lovely Charts wirklich sehr empfehlenswert. Ich zeige jetzt nochmal dieses Exportieren. Hier können Sie zwischen PNG und JPEG wählen. Gehen wir auf Continue und speichern das Ganze hier ab. Jetzt schauen wir uns das Ergebnis hier einmal an. Wir brauchen ein bisschen zum Laden. Und wenn es dann endlich mal fertig ist, sieht es dann so hier aus. Also sehr ansprechend. Hier PNG natürlich auch mit dem Alpha-Kanal sehr schön. Und hier solche Schatteneffekte auch sehr gut gelungen. Also wirklich hier für jeden zu empfehlen. Sehr übersichtlich. Das bisher beste Angebot hier bei den Online-Diagrammzeichnern hatte.
Es kommen ja noch ein paar, aber das ist wirklich schon sehr gut gelungen hier. Also, eine persönliche Empfehlung von mir für Sie. Und so viel dann zu Lovely Charts. Okay?